Meiner Meinung nach lebt die Bevölkerung von Bergkarabach wie in einer Kolonie von Aserbaidschan. Wir, die Sowjetunion und die kommunistischen Parteien, fahren nach Afrika und anderswohin, um die Kolonien dort zu liquidieren. Aber die Kolonie ist hier, und zwar eine richtige Kolonie. Wir produzieren im Jahr 130 Kilogramm Fleisch pro Kopf. Aber selbst bekommen wir nur 12 Kilogramm pro Jahr mit unseren Lebensmittelkarten. Wohin verschwindet das Übrige? Nach Baku, Sumgait, Mingechauer. Und uns gibt man nur die Knochen. Warum ist gerade jetzt Wodka in unsere Geschäfte geliefert worden? Was bedeutet das alles? Wozu? So arbeitet hier die Leitung. Und zwar die des Gebietes wie auch die der ganzen Republik. Außerdem möchte ich, dass meine Kinder hier bei mir bleiben und in eine armenische Schule gehen. Ich möchte jeden Russen fragen. Ich habe an das ZK und auch an Gorbatschow geschrieben. Ich habe Gorbatschow gefragt, in welcher Sprache lernen Ihre Kinder? In Russisch? Warum Russisch? Warum nicht Armenisch? Ebenso habe ich ein Recht darauf, dass meine Kinder nicht in die russische, sondern in die armenische Schule gehen. So verstehe ich die Freiheit und die Menschenrechte. Hier bei uns gibt es keine Menschenrechte. Dann muss ich noch sagen, dass dieser Kevorkov ein Feind des armenischen Volkes ist. Wie begründen Sie das? Er arbeitet im Auftrag von Aliyev. Als Kevorkov erster Sekretär des Parteikomitees von Karabach wurde, hat er angefangen, im Auftrage von Aliyev die armenische Bevölkerung aus den Dörfern zu vertreiben. Auch Russen wurden aus 6 Dörfern vertrieben. Und die Armenier sind aus 11 bis 12 Dörfern des Bezirkes Hadrut vollkommen vertrieben worden. Aus 20 Dörfern. Das gleiche ist mit dem für die Karabacher besonders geschichtsträchtigen Dorf Krasnoye Selo geschehen. Kein Armenier ist mehr da. Alle diese Dörfer sind kaputt gemacht worden. Und dann? Was möchte er? Schmiergelder und nochmal Schmiergelder. Ich meine jetzt, unsere Bevölkerung soll sich nicht provozieren lassen. Ich bitte Sie sehr darum. Ich war immer mit dem aserbaidschanischen Volk befreundet. Ich habe meine Bienenkörbe in einem aserbaidschanischen Bezirk stehen. Ich bin mit Aserbaidschanern befreundet, sehr gut befreundet. Aber die aserbaidschanische Führung, angefangen bei Bagirov und seinesgleichen, die möchte ich nicht haben. Das Bewusstsein. Dann hat man auf mich eingestochen. Wie alt bist du, Väterchen? 74 Jahre. Wie viele Söhne hast du? 3 Söhne habe ich und 3 Töchter. Hast du Urenkel? Alle Zähne hat man mir ausgeschlagen. Ich kann nicht. Hast du meine Kleider?